unterschiedlich. Aber wenn das Pferd am Zügel geht, heißt das eigentlich immer auch, dass es an den Hilfen ist. Das ist, also man sagt immer, es ist am Zügel, aber eigentlich ist es auch am Schenkel in dem Moment. Und dann habe ich einfach diese Verbindung. Das ist so ein bisschen, ich habe jemanden angerufen und der hat abgenommen. Der Telefondraht steht, ja, die Telefonverbindung steht. Und dann kann ich das Pferd wirklich in diese verschiedenen Haltungen bringen und das Ganze möglichst störungs- und ruckelfrei. Da haben wir nochmal die Romy, die da eigentlich sehr schön am Zügel geht und da auch wieder Genick höchster Punkt. Nase vor, Ganaschenwinkel offen, aktive Oberlinie, aktives Hinterbein, zieht zur Hand hin. Und dann gibt es noch, und das ist mir immer so wichtig, da bin ich ein bisschen Nerd, weil es regt mich auf, es wird immer wieder davon geredet, man reitet am hingegebenen Zügel und das ist total falsch. Also es gibt dieses am langen Zügel und mit hingegebenem Zügel und ich möchte das gerne auch nochmal aufdröseln für euch, warum das nicht zu verwechseln ist. Also am langen Zügel heißt, dass ich mit einem längeren Zügel, mit einem offeneren Rahmen das Pferd arbeite, wie man das hier mit der Sky über den Stangen ganz schön sieht. Ich hänge ein bisschen, ich könnte mich ein bisschen mehr aufrichten, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Und das Pferd bewegt sich in einer natürlichen Haltung. Und aber der Kontakt zwischen Reiterhand und Maul bleibt erhalten. Und deshalb heißt es am langen Zügel. Also das heißt, ich kann auch einwirken. Ich habe die Möglichkeit, mit dem Zügel auf das Pferd einzuwirken. Ich spüre immer noch das Hinterbein in der Trense, wenn man so möchte. Und natürlich, wie in jeder Lebenslage, das braucht man eigentlich gar nicht mehr dazu schreiben, sollte die Nase natürlich vor der Senkrechten sein. Wir kommen jetzt gleich ja noch zum hingegebenen Zügel und dieses Wechselspiel, zum Beispiel im Schritt, das kann man auch im Schritt im Gelände machen, immer wieder zu üben, vom hingegebenen Zügel zum langen Zügel zu wechseln. Das bedeutet, ich halte jetzt, also so halte ich die Hand natürlich eigentlich nicht so hoch, aber damit ihr es seht, also ich reite halt mit hingegebenem Zügel, habe gar keine Verbindung und dann kann ich halt üben, den Zügel so Stück für Stück nachzufassen. Ne? Also meistens am besten nimmt man immer dann beide Zügel in eine Hand und zieht so an der anderen Seite, nimmt so den Zügel immer mehr an und dann kann man so üben, sich so an die Anlehnung ranzuschleichen. Also wirklich so im Zentimeterbereich die Zügel nachfassen, bis ich das Maul spüre. Und wenn man das viel übt, also zum Beispiel eben im Gelände, ich finde immer im Gelände ist es oft einfacher, weil die Pferde da so zur Hand hinziehen und schön nach vorne gehen, und dann kann man einfach im Schritt üben, vom hingegebenen Zügel zum langen Zügel, vielleicht auch mal zu am Zügel, also zu einer richtig echten Verbindung, wo ich den Rahmen des Pferdes gestalten kann, zu wechseln. Dass man da übt, einfach das fließend zu machen und eine fließende, weiche Verbindung zu bekommen. Weil das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Gerade wenn ich ein Pferd habe, was so ein bisschen Anlehnungsprobleme hat, dann passiert es total oft, dass der Zügel springt. Und viele Reitschüler sagen mir auch immer so, boah, ich hätte jetzt aber eigentlich die Idee, dass ich einmal die Zügel in einer Länge aufnehme und dann bleiben die ganze Einheit so. Also, ihr habt jetzt vielleicht schon gemerkt, nee, die Haltung sollte sich sowieso regelmäßig verändern. Und Tatsache ist, dadurch, dass das Pferd sich halt ja auch immer ein bisschen bewegt und vielleicht das Gangmaß mal verändert, weil der Boden sich verändert oder, es ist ein permanentes Justieren. Also es ist nicht so, ich nehme die Zügel in die Hand und dann bleiben die da. Also man sieht das auch im großen Sport. Die haben dann so schraubstockmäßig die Zügel in der Hand und da wird auch die Haltung des Pferdes aber ja gar nicht verändert. Und dann ist es so eine feste, starre Verbindung. Und es ist halt tatsächlich so, also ich weiß nicht, wenn ich meine Pferde reite, ich glaube, ich fasse mindestens 100 Mal nach in einer Einheit, ne? Weil sich natürlich immer wieder was verändert. Und das kann man super üben über dieses immer wieder Zügel aufnehmen, wieder lang, wieder aufnehmen, wieder lang, um da so ein bisschen
einfach auch eine Routine zu kriegen und in der Lage zu sein, ein bisschen mit den wechselnden Halshaltungen des Pferdes mitzugehen. Weil selbst wenn ich eine konstante Anlehnung habe, ist es ja so, dass das Pferd einfach seinen Hals bewegt, weil es sich bewegt. Ne? Also das Pferd fängt dann unter Umständen halt, ne, im Galopp habe ich ein bisschen eine Bewegung im Hals, im Schritt habe ich eine Nickbewegung, im Trab bewegt sich das ganze Pferd, also bewegt sich der Hals auch. Und ich muss dann halt schauen, dass ich dafür sorge, dass ich mich in der in einem positiven Rahmen auch mitbewege, damit diese Verbindung fein bleibt. Ne? Das ist die sogenannte, die alten Meister haben immer von Handatmung gesprochen. Und dann haben wir hier mit hingegebenem Zügel. Da habt ihr, vorhin ja gesehen, als ich den Spanier geritten bin, dass ich dann die Zügel so weggeschmissen habe. Das ist mit hingegebenem Zügel. Also wisst ihr wahrscheinlich alle, es heißt halt mit hingegebenem Zügel, weil ich kein Am mehr habe. Ja? Also ich habe einfach keine Verbindung mehr mit dem Pferd. Ich fasse den Zügel an der Schnalle an und habe einfach keine Verbindung mehr zum Pferdemaul. Dennoch hätte man natürlich gerne, dass das Pferd sich dehnt und im Takt weiter bewegt. Also es ist für mich auch immer so eine Art Pausenhaltung. Ne? Das Pferd hat dann einfach mal eine Pause und kann einfach den Hals so nehmen, wie es ihn gerade braucht. Gerade wenn es viel gearbeitet hat, muss die Muskulatur auch zwischendurch einfach immer mal wieder entspannen. So, und da ist jetzt wieder so, da kommen wieder so Gretchenfragen. Ne? Mache ich das auch im Gelände? Welche Rolle spielt hierbei das Exterieur? Weil da gibt es auch, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, es gibt Ausbilder und Reiter, die halten gar nichts von mit hingegebenem Zügel durch die Gegend zu schlendern. Die machen das vielleicht im Halten oder beim Absteigen, aber sonst halt auch gar nicht. Und es kommt tatsächlich ein bisschen auf das Exterieur des Pferdes an. Wenn ihr so eine, ich sage jetzt mal böse, so eine klassische Badewanne habt, so ein Pferd, das, sobald es nicht mehr in der Anlehnung ist, einfach sämtliche Körperspannung verliert und dann so nach unten so durchhängt und der Rücken so durchsackt, das ist keine gesunde Haltung, um einen Reiter zu tragen. Da ist es tatsächlich sinnvoller, solche Pferde am langen Zügel zu reiten, zum Beispiel in einer Pause, damit es den Hals entspannen kann, oder am langen Zügel durchs Gelände zu bummeln, damit es so eine Grundspannung behält und eine positive Form behält, weil es sonst einfach im Rücken durchhängt und der Reiter in die Strukturen rauscht, um es mal so zu sagen. Ja. Wenn ihr aber ein Pferd habt, was in der Lage ist, sein Rumpftrageapparat aktiv zu halten, während ihr da oben drauf sitzt und mit hingegebenem Zügel immer noch über einen positiv gespannten Rücken zu gehen und sich fleißig weiter zu bewegen, dann spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, mit hingegebenem Zügel zu reiten. Also da muss man halt so ein bisschen gucken, was für ein Pferd habe ich, was für ein Gebäude hat das. Hat das vielleicht ein sehr langen, durchhängenden Rücken, den ich sowieso die ganze Zeit aktivieren muss, damit das Pferd seine Rumpftragemuskulatur aktiviert, oder ist es wurscht? Ne? Also das hängt auch immer wieder auch vom Exterieur des Pferdes so ein bisschen ab, was man da machen kann. Und bei solchen Pferden, die dann wirklich so total auseinanderfallen und in ihre Einzelteile zerfusseln, würde ich dann tatsächlich auch mehr am langen Zügel arbeiten. Und wenn ich aber möchte, dass sie sich wirklich komplett strecken können, dann steige ich einfach am Ende ab und führe noch ein paar Runden. Das wäre so meine Idee dazu.